Die Verwendung von Sonderzeichen, Emojis, Stickern und anderen Grafiken nimmt immer mehr zu, vor allem auch in E-Mails. Und es gibt da inzwischen auch einige Möglichkeiten, wie ihr euch selber Grafiken leicht als Sticker voreinstellen könnt. Und wie das geht, seht ihr hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Heute mal wieder mit einem kommentarinspirierten Video. Annette möchte wissen, wie sie PNG-Dateien sehr einfach und schnell, zum Beispiel über das Add-in Meine Vorlagen, in Outlook einfügen kann. Wir schauen uns zunächst die verschiedenen Möglichkeiten zur Nutzung vorhandener Emojis, Sticker, Grafiken an und gehen da auch auf den Unterschied ein zwischen Windows-spezifischen Möglichkeiten, das heißt, die funktionieren eigentlich in allen Windows-Programmen, und den Outlook-spezifischen, die dann in Outlook und vielleicht noch anderen Office-Programmen oder manchmal auch nur noch Word funktionieren. Wenn du gleich sehen willst, wie du schnell eigene Grafiken so anlegst, dass du sie direkt einfügen kannst, dann blätter auf der Timeline zu der entsprechenden Stelle. Starten wir also mit den Windows-spezifischen Möglichkeiten. Das heißt, ich rufe eine neue E-Mail ein. Ich gehe in den Textbereich und hier gibt es eine Tastenkombination Windows-Taste und Punkt. Damit erhaltet ihr Windows-spezifisch, also auch in anderen Programmen nutzbar, Emojis, Smileys, die ihr hier durchblättern könnt oder hier unten auch blättern könnt, aber auch, und das finde ich besonders interessant, Symbole, das heißt also hier spezielle Symbole wie eben auch Grad Celsius, Grad Fahrenheit, Prozent, Promille und so weiter. Also hier könnt ihr über Windows-Taste und Punkt entsprechende Symbole einfügen. Und das geht auch im Betreff. Sie sehen dort ganz ein bisschen anders aus, weil dort keine Farben verwendet werden können, aber im Prinzip funktionieren sie eben an allen Stellen in Windows. Eine zweite Möglichkeit, die Windows-spezifisch ist, ist die sogenannte Zeichentabelle. Die findet ihr hier, wenn ihr aufs Startmenü geht und dann sucht, Zeichentabelle. Das ist eine Windows-eigene App. Und aus dieser App könnt ihr Emojis, Sonderzeichen und Ähnliches raussuchen. Ihr wählt die Schriftart. Hier habe ich mal Wingdings gewählt. Wählt dann ein entsprechendes Zeichen. Macht da einen Doppelklick drauf. Dann wird es hier ausgewählt. Ihr kopiert es, geht dann wieder in Outlook und mit Steuerung V könnt ihr dann hier dieses Sonderzeichen einfügen. Hier auf dem Kanal findest du zu den einzelnen Aspekten, also zum Beispiel Windows-Taste und Punkt oder eben auch hier die Zeichentabelle, immer wieder Videos, auf die habe ich in der Infokarte und unten in der Beschreibung verlinkt. Ich gehe auf die aber jetzt nicht weiter ein, weil das diesmal so viele sind. Nun zu den programmspezifischen Möglichkeiten. In Outlook, aber auch in anderen Office-Programmen gibt es die sogenannte Autokorrektur. Ich schreibe mal Klammer auf, C, Klammer zu und dann wird das automatisch in ein Sonderzeichen umgewandelt. Das ist eine Funktion, die funktioniert im Textbereich, die funktioniert zum Beispiel nicht im Betreff. Also hier müsste man dann Windows-Taste und Punkt für dieses Copyright-Zeichen nehmen. Eine weitere programmspezifische Funktion findet ihr über das Menü Einfügen und dann hier rechts außen Symbol. Und weil ich gerade noch im Betreff bin, seht ihr, geht es auch nicht. Wenn ich in den Text klicke, dann habe ich hier über Symbol Symbole zur Verfügung oder auch über weitere Symbole auch wieder spezielle Schriftarten. Segoi UI Emoji ist hier auch eine, die relativ viele besondere Zeichen zur Verfügung stellt. Also hier würde ich dann zum Beispiel ein Sonderzeichen auswählen. Ich nehme mal den Stern hier und füge den ein. Und damit wird der eingefügt. Und das Schöne hier ist, ihr könnt direkt eine Tastenkombination dafür festlegen. Ja, könnt ihr eine eigene Tastenkombination festlegen. Oder ihr könnt auch diesen Stern in die Autokorrektur übernehmen. Dann wird der hier direkt übernommen und ihr müsst euch jetzt noch sozusagen ein Kürzel überlegen. Also nehmen wir mal 3 Ausrufezeichen hintereinander hinzufügen. Ich bestätige mit OK, schließen. Und wenn ich jetzt in Zukunft 3 Ausrufezeichen tippe, 1, 2, 3 und dann weiterschreibe, dann habe ich sofort dieses Sonderzeichen hier mit dabei. Also eine Möglichkeit, schneller bestimmte Zeichen einzufügen. Das war das Menüband Einfügen, Symbol, weitere Symbole, Symbol auswählen und dann in die Autokorrektur aufnehmen. Und übrigens, sowohl in der Zeichentabelle als auch hier bei den Symbolen spielt immer wieder die Schriftart eine große Rolle.
Wenn ihr eigene Bilder in den Text einfügen wollt, dann geht ihr über das Menü Einfügen, aber nicht Datei anfügen, weil dann wird die hier oben als Anlage beigefügt, sondern über Einfügen Bilder und wählt zum Beispiel dieses Gerät und wählt euch dann von eurem Gerät ein Bild aus. Ich nehme mal hier eine PNG-Datei, die werden wir dann nachher noch brauchen. Die wird dann eingefügt, unter Umständen ist die sehr groß, dann könnt ihr sie auch hier noch entsprechend verkleinern, so dass ihr die dann später auch in der entsprechenden Größe nutzen könnt. Das ist manchmal ein bisschen aufwendig, da ist manchmal auch einfacher, dann über einen Rechtsklick Größe und Position hier die Größe gleich mal einzugeben. Ich mache mal 4 cm, bestätige mit OK, dann ist die Grafik schneller klein, als wenn man die immer wieder an den Ecken zieht. Ich mache die mal noch ein bisschen kleiner. So, und nehme noch eine zweite Datei aus den Bildern. Und zwar eine Weihnachtskarte, mit der ich euch dann noch was zeigen möchte nachher. Und mache die auch noch ein bisschen kleiner. Also so könnt ihr auf jeden Fall mal Grafiken einfach in eure E-Mail einfügen. Und wir schauen uns dann nachher gleich an, wie ihr das jetzt für euch sozusagen noch beschleunigen könnt mit den eigenen Grafiken. Ihr habt auch die Möglichkeit, über das Menü Einfügen Bilder auf Online-Bilder zurückzugreifen. Und hier könnt ihr zum Beispiel nach Emojis suchen und habt dann eine Auswahl. Wichtig ist, hier steht, du bist für die Einhaltung der Rechte anderer verantwortlich, einschließlich des Urheberrechts. Also das musst du genauer anschauen und mit deinem Unternehmen klären, inwieweit du hier so etwas nehmen kannst. Aber grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit, hier Emojis aus den Online-Bildern einzufügen. Und wenn du die kleiner machst, dann musst du schauen, weil die nicht einfach so proportional bleiben, sondern relativ leicht auch mal verzerrt sind. Du siehst es hier. Also da ist oft der Rechtsklick und das Objekt formatieren dann, um die Größe einzustellen, die bessere Lösung. Ich nehme das wieder raus. Wenn dir mein Videostil gefällt, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch und teile das Video oder abonniere auch den Kanal. Wie kann man jetzt diese Grafiken, die man hier selber verwenden möchte, wie kann man die so vorbereiten, dass man die sehr schnell und einfach einfügen kann? Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, die beide Vor- und Nachteile haben. Die Frage von Annette kam aus einem Video, das nennt sich Meine Vorlagen nutzen in Outlook. Und wenn du im Menü Nachrichten bist, dann findest du diese Meine Vorlagen hier, wenn du Microsoft 365 nutzt. Der Vorteil an diesem Vorlageanzeigen ist, dass du das auch mit Outlook im Web verwenden kannst. Wenn du auf Vorlagen anzeigen klickst, kriegst du eine Liste mit bestehenden Vorlagen. Du klickst auf Vorlagen, gibst dem Ganzen einen Namen, ich nenne das jetzt mal Auge, und dann markierst du die Grafik, die du hier schon in der E-Mail hast, kopierst die, zum Beispiel mit einem Rechtsklick kopieren, gehst in den Inhalt von Meine Vorlagen und mit Steuerung V fügst du dort ein. Und wenn du jetzt auf Speichern klickst, dann siehst du, diese Vorlage ist jetzt angelegt. Und wenn du jetzt eine neue E-Mail aufmachst und in der neuen E-Mail auf Vorlagen anzeigen gehst, dann hast du hier auch diese Grafik. Und wenn du diese Vorlage anklickst, dann hast du die Grafik sofort im Text. Also der Knackpunkt ist, und da muss man sozusagen erstmal drauf kommen, dass man eben nicht die Grafik direkt hier einfügt, mit Einfügen Bild zum Beispiel, sondern dass man sie erst in die E-Mail einfügt, dann dort markiert, kopiert und dann hier wiederum einfügt. Wenn ich jetzt mal hier meine Weihnachtsgrafik nehme und das mache, und ich nenne die Weihnachten und gehe auf Speichern, dann kann die Meldung kommen, dass die Vorlage zu groß ist. Und das ist tatsächlich ein Thema hier in Outlook mit dem Meine Vorlagen, dass die Größe der Grafik eine Rolle spielt. Der große Vorteil ist, wenn du Outlook im Web verwendest, also Datei Outlook im Web, dass du, wenn du hier eine neue E-Mail schreibst,
dass du dann im Textbereich hier über die drei Punkte auch auf meine Vorlagen zugreifen kannst und damit diese Grafik auch hier einfügen kannst. Allerdings kann, wie gesagt, die Größe der Grafik dir hier einen Strich durch die Rechnung machen. Deshalb möchte ich noch eine zweite Variante zeigen. Und die zweite Variante, die sieht so aus: Du verwendest den sogenannten Autotext, also du fügst auch die Grafik hier ein, du markierst die Grafik und dann drückst du Alt und F3, gibst der Grafik bzw. diesem Textbaustein, den du erstellst, einen Namen, Weihnachten, bestätigst mit OK. Und ab jetzt kannst du, wenn du neue Nachrichten erzeugst, zum Beispiel Weihnachten eintippen, dann die Taste F3 drücken und dann hast du die Grafik sofort da. Und wenn das jetzt eine Grafik ist, die du sehr oft brauchst, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, diese Grafik, also diesen Autotext, einfach mit einer Nummer zu versehen, 1, und dann schreibst du nämlich nur noch die 1, drückst die Enter-Taste und die Grafik wird eingefügt. Und dann funktioniert zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du jetzt einen Link, also einen Hyperlink mit dieser Grafik verbindest und dieser Hyperlink dann später auch eingefügt wird. So, das war mal ein Rundumschlag zu Grafiken, Emojis, Stickern in Outlook. Wie gesagt, die Varianten am Anfang, Windows-Taste und Punkt und Zeichentabelle, die funktionieren in allen Windows-Programmen. Die anderen Sachen nur in Outlook oder Office-Programmen, wie die Autokorrektur zum Beispiel. Der Autotext funktioniert auch in Word, aber die meine Vorlagen funktioniert nur hier in Outlook. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.